Ebenfalls ein herzliches Willkommen bei Vorarlberg online im TV-Modus. Ja, lieber Herr Dusch, Sie Ja. sind Kamerad gewesen vom Rekruten Ecker. Jawohl. Wie haben Sie Ihren Kameraden kennengelernt? Ja, also kennengelernt habe ich ihn erst eben im Wunderdienst. Da ja, ist recht zufällig entstanden. Unsere Zimmer waren dann selbst, also wir waren jetzt nicht im Gleichzimmer, sondern ich war erste Gruppe, aber in der zweiten. Und ja, eigentlich habe ich mal schon am Anfang gedacht, ein ganz netter Typ. Extrovertiert, kann man schon sagen. Ganz, ja, lustiger Typ. Wussten Sie von Anfang an auch von seiner sexuellen Ausrichtung und hat sich insofern deswegen was verändert in Ihrer Also, Kameradschaft? am Anfang habe ich es nicht gewusst. Ich bin nach 3 Wochen bin ich in der Quarantäne gelandet. Und dann, als ich zurückgekommen bin in die Kaserne, wollte ich halt wissen, so, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Und dann hat man es mal halt gesehen. Und anfangs habe ich es jetzt einfach gedacht, hä? Okay, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber schlimm war es jetzt nicht. Irgendwann habe ich schon oh, selber herausgefunden, dass es so ist. Aber ja, was soll man dagegen machen? Ist ja nicht schlimm. Ich bin eigentlich ein ganz normaler Typ. Wie war da vielleicht auch die Stimmung in der Truppe? Hat man denn, keine Ahnung, die Köpfe zusammengesteckt oder es ist ja doch wahrscheinlich nicht alltäglich? Ja, eigentlich muss man zugeben, eigentlich nicht, weil es ist echt, muss man sagen, ein besonderer Fall, dass im Bundesheer, sagen wir mal, an Schule halt bei Deutsch, weil an sich sagt man immer Bundesheer, Militär, hart und dann auf einmal finden wir raus, das ist Schule da, aber er hat. War eigentlich war er einer der ambitioniertesten bei uns sogar. Das ist schon noch gut. Jetzt wird auch oft dem Bundesheer vorgeworfen, ja, ich sage jetzt mal eher konservativ zu ticken. Wie liberal haben Sie die Einstellung des Bundesheers wahrgenommen, gerade auch in Bezug auf die sexuelle Ausrichtung von Ihrem Kameraden? Ja, halt, Bundesheer an sich hat damit eigentlich nichts zu tun. Das hat der Ecker selber schon gesehen, es sind die Leute an sich. Ist halt einfach so, dass vielleicht Leute aus konservativen Orten halt im Bundesheer sind und halt jetzt nicht so viel davon halten. Muss man schon sogar ein bisschen komisch war die Situation und schon als sie es herausgefunden haben und waren halt auch ein bisschen engstirnig, kann man sagen, gegenüber unserem Kameraden, aber ja, hat da überstanden. An sich verstehen wir uns ja schon gut. Hat sich denn, glaube ich, auch relativiert, als die Truppe anerkannt hat, dass auch ein schwuler Soldat seinen Dienst dementsprechend verrichtet. Welche gemeinsamen Erlebnisse hat Ihre Kameradschaft im Dienst für die Republik verstärkt, wenn Sie zurückdenken? Ja, die ganzen Märsche, weil die war da jetzt meistens nie so der Beste, hat er aber trotzdem immer gesehen, dass er es cool findet, dass es mitmacht dann. Und dann haben wir auch gesagt, ja, danke, dass er auch zu mir steht, wenn ich zu ihm stand. Also, ja, eigentlich die Märsche waren immer so die besten Erlebnisse für uns beide. Dann sage ich auch vielen herzlichen Dank für die Danke Offenheit ebenfalls. und wünsche noch schöne letzte Tage und umso schöneres Abrüsten dann. Danke sehr. Ich freue mich, dass ihr hier sein durfte.